Spiele Schallplatte ab. Somehow I always knew that someday we'd be through. Now that it's happened, I just can't believe it's true. I've done the best I could to keep from feeling blue. Can't get you off my mind. What am I gonna do? Voodoo, mildew, and shandu. Why, Daddy, I didn't know you were here. I'm right here looking at you, honey. If it ain't me, it's my shadow. Do you think I sent you far away? I ain't been nowhere. From me, I thought you'd stay away from me. Try to cut. But hopelessly you got me now. You left your voodoo all around. I left my trunk in town. I got a need for you. Mm-hmm. Yeah. Thought I'd kill the craze for you. I hear you. I done. My heart a grave for you. Mm-hmm. Your kisses keep on haunting me. Their memory won't let me be. Yeah. I got a need for you. I wish you had a weed for me. Oh, tell me why. Why must I? Oh, Entschuldigung. Hat er gerade gesagt, I wish you had weed for me? Habe ich das richtig verstanden? Und wie mir scheint, ist die deutsche Übersetzung irgendwie abspenstig geworden. Ich habe keine deutsche Übersetzung mehr. Hat sich ja richtig gelohnt, die zu installieren. Lieber Mr. Greenbrier, ich schreibe Ihnen, um Sie zu informieren, soweit es mir tut, dass Mercury Books ihr neues Buch, The Accidental Pariah, nicht publizieren wird. Trotz der niedrigen Verkaufszahlen von dem aus Versehen Überlebenden, haben wir ihr zweites Buch immer noch veröffentlicht in der John Russell Serie. Ach, John Russell ist der Hauptdarsteller von den ersten beiden Büchern. Und sie haben das veröffentlicht, obwohl das erste Buch niedrige Verkaufszahlen haben sie das zweite veröffentlicht, in der Hoffnung, dass das vielleicht noch ein bisschen auffängt, die Verkäufe vom ersten Buch. Aber die Verkäufe vom zweiten Buch waren tatsächlich auch niedriger als die vom ersten Buch. Und so hat sich dann Mercury Books von dem Vater getrennt. Das heißt, er hat sich als Schriftsteller versucht, es aber nicht geschafft. Und ich glaube, hier hat er sich dann einfach besoffen. Um das so ein bisschen zu vergessen. So leid es mir tut. Das heißt, der Vater erzählt ja quasi seine ganz eigene Geschichte. Oder wir finden ja die ganz eigene Geschichte vom Vater raus. Da fehlt eigentlich nur noch die Mutter. Lies Notiz. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Lonnie ist also das Punk-Mädchen, das sie kennengelernt hat und hat sie auch gefragt, ob sie so ein Psycho oder ob sie in diesem Psychohaus wohnt. Ich frage mich, warum war denn der Onkel ein Psychopath? Finden wir das auch noch heraus? Hier ist noch eine Notiz, die wir eigentlich lesen wollten, aber es ist immer schon schwierig. Hi Lonnie, also wenn du zu meinem Haus rüberkommen möchtest, dann diesen Nachmittag wäre eigentlich cool. Ich kann dich auch fahren, ist kein Problem. Es ist zwar ein bisschen weit, aber ich kann fahren. Achso, ich kann dich auch wieder nach Hause fahren, also ist das hoffentlich okay. Schreib mir zurück und lass die Notiz in meinem Spind. Wenn du sicher bist und immer noch kommen willst, dann können wir uns am Parkplatz treffen nach der 6. Stunde. Samantha. Und Lonnie hat zurückgeschrieben, yeah, klar, ich bin auf jeden Fall dabei, ich sehe dich da. Und dann werde ich auf jeden Fall, deinen Arsch treten, mach dich schon mal bereit. Street Fighter. Juchen! All you can! So. Das heißt, die beiden Mädels haben Street Fighter 2 gespielt. Ich glaube, der Übersetzer hat nicht ganz gewusst, was Street Fighter 2 ist. So, lies zerknitterte Zeitung. Katie, was? Was? Katie, bitte, was immer du auch gefunden hast, erzähl es nicht Mutter und Vater. Der Dachboden.
Die Notiz ist durchgestrichen. Und ich erinnere nochmal daran, wir müssen herausfinden, warum überhaupt niemand zu Hause ist, warum unsere Schwester nicht da ist und warum die Eltern nicht da sind. Katie, was auch immer du gefunden hast, sag es nicht Mom und Dad. Der Dachboden. Der Dachboden ist oben. Wir sind bis jetzt nur unten gewesen. Wir haben bis jetzt nur unten alles angeschaut. Und wir haben auch den AB noch nicht abgehört, fällt mir gerade ein. Haben wir die gelesen, die Notiz? Sam, Daniel aus der alten Nachbarschaft angerufen. Er möchte gerne das neue Haus sehen. Ruf ihn zurück. Oh Mom, Daniel ist voll merkwürdig. Der einzige Grund, warum ich jemals mit ihm rumgehangen habe, ist, weil er Nintendo hatte, als wir klein waren. Das war auch gemein. Der arme Daniel. Ich hoffe, ihr heißt nicht mal Daniel. Wenn, dann tut's mir leid. Hast du eigentlich ein Nintendo, sag mal? So, ich spiel mal die Mitteilung ab. 3 Stück haben wir. Sam. Sam. Hallo? Sam! Ich glaube, das war Lonnie. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Wir müssen leider auf die deutschen Untertitel verzichten. Die werden auch nicht mehr angezeigt, aber auf jeden Fall, man hat schon gehört, irgendwas ist nicht richtig und irgendwas, die Lonnie hat geweint wegen irgendwas und wir werden wahrscheinlich auch herausfinden müssen, warum genau und was da los ist. Und der letzte Anruf waren wir selbst aus dem Intro. So, ich wüsste auch nicht, wen wir anrufen sollten. Lies Reiseplan. Worldwide Timetable. Ich kann das leider auch nicht mehr drehen, wie es aussieht. Da drüben kam man nicht rein, da war abgeschlossen. Und wir gehen jetzt mal nach oben. Irgendwas soll auf dem Dachboden sein, was wir nicht wissen sollen. Controlled Burn Schedule for Boone County. Janice Greenbrier, das ist, glaube ich, unsere Mutter, ne? Clumps of smoke will rise above the northeastern region of Boone County. Es wird hier bei Boone County, da leben wir. Und der Flintlock National Forest ist ja so ein Nationalwald, sozusagen ein Waldstück. Und da soll es eine kontrollierte Abbrennung geben, sozusagen. Da werden quasi tote und überwachsene Vegetation werden da weggebrannt. In kontrollierten Feuern. Und wie es aussieht, ist unsere Mutter Senior Conservationist. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Übersetzt dies auf jeden Fall, ich glaube, Leiterin des kontrollierten Abbrennens. Vielleicht erfahren wir hier oben jetzt etwas über unsere Mutter, nachdem wir über unseren Vater erfahren haben, dass er offenbar ein erfolgloser Schriftsteller ist. Oder war, man weiß es nicht genau. Was ist das denn? Ein Rauchmelder, glaube ich, ja. Nimm Kamm. Mhm, toll. Lies persönlichen Terminkalender. Montag, Couples Wednesday, Cooking Class Take Apron, Bathroom Dancing, Couples Bowing, Bowing, Cooking Class Bathroom. Boah, die Schrift kann ich kaum lesen, ist aber auf jeden Fall die Schrift von der Mutter. Die hat irgendwie Kochstunden genommen. Cook the Big Meal for Terry and Sam. Oder Jerry oder Terry, von unserem Vater. Hat für die Familie, wollte da kochen. Ich versuche das jetzt mal alles selber zu übersetzen. Notice of temporary personal transfer. Forestry Service. Ah, unsere Mutti. Um bei der bevorstehenden Verbrennung oder Abbrennung des Waldes zu helfen, wird ein Ranger mit Erfahrung in dem Bereich
zu der Station vom Flintlock National Forest transferiert. Personalfile, tralala. The overseeing officer at Flintlock Forest Station, Senior Conservator Janice Reenra, is charged with the supervision of transferred personnel. The duration of transfer will be based. Also, es wird quasi ein neuer Typ da irgendwie kommen, der das Ganze überwachen soll. Ob das jetzt noch irgendeinen Grund hat oder nicht, keine Ahnung. Was ist das denn? Nimm Kassettenhülle in die Hand. Brad Mobile, Potty Mouth. Potty Mouth heißt sowas wie... Oh, for Sam. Huch, das ist ja witzig. Für Sam. Flups, ist wieder zu. Flups. Kennt noch jemand Kassettenhüllen? It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little. And other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Also Lonnie ist dann quasi, glaube ich, ihre beste Freundin geworden und die hat ihr diese Brad Mobile Kassette gegeben, die wir vielleicht jetzt hier, das sieht sehr nach ihrem Zimmer aus, nach Sams Zimmer. Und auch hier fehlt der Videorekorder. Warum? Warum fehlen hier überall die Videorekorder? Und hier diese 3D-Bilder aus den 90ern, die man immer so gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, bei mir haben die nie funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier zu sehen sein könnte. Die haben bei mir nie funktioniert. Ich habe es echt probiert. Oh, geil. Super Spitfire. Was? Das kenne ich überhaupt nicht. Das glaube ich nur ausgedacht. Legend of Crystal. Ausgedachte Nintendo-Module. Und Codes. Chun-Li Move. Mann, ich drücke mal X. Verdammt, ich muss natürlich Text drücken. Chun-Li Moves. Ein Feuerball. Hold and Punch. Lightning Kick, 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 Kick. Das hat, glaube ich, jeder gemacht. Den Lightning Kick hat jeder ständig gemacht, wahrscheinlich. Und den Helikopter Kick, das ging auch ganz gut. Wo sie dann so hoch ist mit dem Bein und dann immer so links rüber oder halt rechts rüber, je nachdem. Air Stomp, kann ich mich nicht erinnern, dass ich den oft gemacht habe. Aber Chun-Li war eine super Wahl, weil die immer verdammt schnell war. Adventurous the Cat. Die Abenteuerkatze kehrt zurück. Wir haben wieder deutsche Untertitel. Haben wir die wieder? Lies Ausschnitte. Nee, haben wir doch nicht. Hat er uns verarscht gerade. Summer Pre-College Program for Young Scholars. Sam, ich glaube, das kreative Schreiben wäre wahrscheinlich perfekt für dich. Mrs. Blalock ist wahrscheinlich die Lehrerin. Reed College, lalala, English Creative Writing. Beyond the benefits of the program itself, 3 students from each track will be offered full. Das heißt, wenn sie sich da bewirbt, kann sie quasi... eins von drei vollen, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nimmt, Lernkursen bekommen. Nee, nicht Lernkursen, sie wird halt quasi als Schülerin voll bezahlt. Also, die Schule wird voll bezahlt für sie, meine ich. Da werden die Kosten voll übernommen. Nimm Limo-Dose. Fitzrite. Ginger Ale. Ach, ja. Emma, das Buch. Da steht bestimmt noch Kacke drin. Dann haben wir noch Oliver Twist. Emma von Jane Austen. Na gut, ist vielleicht doch ganz gut. Frankenstein hat hoffentlich jeder gelesen von Mary Shelley. The Call of the Wild. The Virginian. The Jungle Books. Ben Hur. Habe ich nie gelesen. Und schäme mich nicht deswegen. Und überall sind diese Taschentuchboxen und da ist eine Schublade, die irgendwo fehlt. Goodfellow. Millet. Pazifisches Institut für Kunstausstellungen. 19. August bis 30. November. Und hier wieder ein Magazin, das Groove Magazin. Exklusiv, AIDS in Afrika. So exklusiv ist das aber gar nicht in Afrika, möchte ich mal sagen. Soul Asylum live, ach du Scheiße, Soul Asylum. Runaway train never come back. Runaway on a one-way track. Ice Cube, geil. Lemonheads, The Dinosaur, Biohazard, Patti Smith, Eddie Vedder, Weezer. Oh Gott, was hatten die nochmal für einen Song draußen, das weiß ich gar nicht mehr. Weezer, verdammt. Diese ganzen kurzen Namen, die man so kennt. Max and Martin, Wanted for the Murder of Straight Edge. März 1995. Ich
glaube also, das Spiel spielt auch 1995. Wir haben vorhin was von 1994 gefunden. Stecky? Stelly? Was? Nimm Stecky, Stelly. Jetzt stehen die Untertitel wieder da. Oder Deutsch. Oder habe ich. Waren die immer da? Ich weiß es gar nicht. Stecky. Da steht doch Stecky. Da liegt noch was. Lies Broschüre. The Brother 150. This is the one me and my dad are building. Wanna go for a ride when it's done. Also offenbar haben Lonnie und ihr Vater so eine Maschine gebaut. Oder wollten so eine Maschine bauen. Und die Mädels durften damit fahren. Kombination eingeben, die kennen wir natürlich nicht. I haven't had that much to drink, Jodie Foster. What a party. Das sieht aus wie so eine brave Foto-Love-Story. How many fingers am I holding up? Heute würde hier natürlich die neue Tube-Stars hängen. So. Gross Mrow. You better not have been reading my secret diary again. Wir kennen die Kombination natürlich nicht. Vielleicht können wir sie rausfinden irgendwo. Lies Zettel. Name ist Samantha Greenbrier. Teacher Fletcher, 5. Periode. Not a challenging assignment, metal plug for family portrait, reasonable subject, but not complex. When I said that mom and dad should be replaced with parents' names, I did not mean just add them underneath. Acceptable leveling on edges, show more pride in work. Zeig mehr Stolz in der Arbeit. Metallarbeiten, um Gottes Willen. Wie finden wir denn einen Dreiring-Ordner? Okay. Wie finden wir denn jetzt die Kombination raus? Hier ist wieder ein Kassettenabspielgerät und eine Kassette. Brad Mobile, Cool Smool. Und wir wissen inzwischen, Brad Mobile ist offenbar die Band von Lonnie. Da hören wir mal rein. We're so cool, yeah, yeah. Was? Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Was? Fuck you too, Cool Smool. Begeistert. Nein, ist ja wirklich, also ja. Wir haben alle so gejammt, glaube ich. Also, ich weiß nicht. Ich habe damals mal so gejammt im Keller. Nimm Halsband. Mitten. 1818 Dry Creek, aber da steht 1888 Dry Creek. Wer lügt jetzt von den beiden? Wer lügt? 1888. Probieren wir das mal. Und 1818 geht wahrscheinlich auch nicht. Nope. Hätte ja klappen können. Mann, Sam hatte das in der 4. Klasse oder so. Und da drunter ist noch irgendwas. Nimm Buch. Die Bibel. Da ist noch ein Zettel. Lies Notiz. Hi Lonnie, ich habe dir das geschrieben in der 1. Klasse. Ich habe dir das in der 1. Klasse geschrieben und lass das mal in deinem Spind auf dem Weg zur 2. Auf dem Weg zur 2.
Alles, was die coolen Kids da so tun, I've decided. Boah, ist echt schwierig zu übersetzen. Schreib mir zurück. Hier ist so eine Idee für irgendwas, was du malen kannst. Zwei Katzen auf dem Motorrad. Hey, das ist eine gute Idee, schreibt Lonnie. Was die coolen Kids wirklich tun, ist sich gegenseitig Messis über ihre Beeper zu schicken. Das war der Vorgänger zu SMS sozusagen. Bevor es Handys gab, gab es diese kleinen Pieper, die man dann irgendwie am Hosenbund hatte sozusagen. Die hat man sich da so dran geklemmt, hat es gepiept und hat man da irgendwie so eine ganz komische, so eine digitale Textzeile gehabt. Schlimmer als Twitter, kann man sagen. So, aber wir sind viel cooler als die, weil, rate mal warum, they can't put this on a keeper, on a beeper. Achso, sie können diese Zeichnung nicht auf einen Beeper packen und dann halt die Zeichnung von der Katze. Man hört es im Hintergrund mit den Motorrädern. Seite 2. Boah, deine Zeichnung von Katzen ist so gut, dass ich da noch ein bisschen was zugemalt habe, um es noch besser zu machen mit dem UFO und so. Aber ich sollte vielleicht lieber beim Schreiben bleiben. Haha, ich mag's. Woher wusstest du eigentlich, dass die beiden von Aliens entführt wurden? I'm looking at Mr. Fish. Ich gucke gerade Mr. Fish an. Ich fühle als... Ich vermute mal, der würde ganz viele Katzen haben. Und sein größtes Geheimnis ist, dass er heimlich 90210 guckt mit religiösem Eifer. Ist schwierig zu übersetzen, es tut mir leid. Ich frage ihn mal später noch nach der Stunde. Okay, er hat gesagt, er hat keine Katzen und dass er noch nie 90210 gesehen hat. Aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass er gelogen hat. Was sich Mädels halt so hin und her schreiben.